Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Schau mal, was man bekommt, wenn man Tauba macht. Kann sein, dass jemand unfruchtbar ist. Das heißt, unfruchtbar, der kein Kinder bekommen kann. Aber solange du richtig Tauba machst, du bekommst Kinder. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. سبحان الله. كذلك wenn du Tauba machst, die Sünden, was du damals gemacht hast, die werden gut geschrieben. Die Sünden, was du damals gemacht hast, die werden gut geschrieben. Aber musst du Tauba machen, damit dass du das auch bekommst. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Das heißt, kann sein, dass jemand nicht Muslim war, kann sein, dass jemand Schirk gemacht hat, kann sein, dass jemand auch Zina gemacht hat, kann sein, dass jemand getötet hat ohne Recht. Aber solange du Tauba machst, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله. Und auch kann sein, dass jemand sagt, aber ich habe alle Sünden gemacht. Wie kann sein, dass Allah Azza wa Jal mir auch vergibt? Ich habe alles gemacht, was du denkst. Allah Azza wa Jal sagt dir auch: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Alle Sünden, was man denkt, Allah vergibt. سبحان الله. Und sogar er nennt dich als Diener von ihm. قل يا عبادي الذين أسرفوا. Die haben alles gemacht. Aber trotzdem نجد ربا غفورا رحيما. Das heißt, wenn du Tauba machen willst, denk an diesen Sachen, was du hast, was Allah Azza wa Jal dir auch gibt. Dann zweite Sache ist: لا تنسى الدعاء. Weil diese Tauba kann nicht jeder bekommen, wenn er kein Dua macht, dass Allah dir hilft, damit du Tauba machst. Und الدعاء, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الدعاء هو العبادة. الدعاء عبادة. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول الله عز وجل كذلك ادعوني استجب لكم. سبحان الله. الله sagt, mach einfach Dua, ich geb dir. Und ihr müsst auch wissen, es gibt drei Arten von Dua. Es gibt drei Arten von Dua. Erste Art, manchmal du machst Dua, du bekommst das sofort. Du sagst, ja Allah, urzuqni. Allahumma ij'al hadihi sana, sanata umrah. Au sanata hajj. Du bekommst. Du bekommst hier in Dunya. Das ist ein Art. Hada nu'un du'a. Zweite Art. Du'a'un yudhibu ankal bala'. Ein Art. Zweite Art ist, kann sein, dass du heute einen Unfall bekommen musst, wegen dein Dua bekommst du nicht. Subhanallah, Khaliq. Manchmal man denkt, aber ich habe Dua gemacht, ich habe nichts bekommen.
Ach, es kann sein, dass du viel schlimme Sachen bekommen musst. Du hast es nicht bekommen. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء was du heute bekommen musst kommt runter, aber dein Dua kommt hoch. Und dann bekommst du nicht wegen dein Dua. Wegen einer Sache, du musst heute einen Unfall bekommen, du hast nicht bekommen. Aber du weißt nicht. Subhanallah. Und dritte Art, An-Naw' al-Thalit, du bekommst das in Yawm al-Qiyamah. Und du sagst, Alhamdulillah, dass Allah für mich diese Dua heute gespart hat. Für Yawm al-Qiyamah gespart hat. Das heißt, du bist immer der Gewinner. Ud'uni astajib lakum. Macht ihr Dua, ich gebe euch. Sofort. Ohne Zweifel. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, قال كنت في مسجد. Ich war in einem Moschee. Und Ahmed ibn Hanbal, der war bekannt. Aber viele Leute, die sehen, die wissen nicht, wie er aussieht. Nicht wie jetzt. Gibt es einfach nur im Google, dann, egal welcher Sheikh sehen möchtest, du siehst ihn. Aber damals gab es nichts. Die hören von ihm. Aber keiner weiß, wie sieht er aus. Sagte selber, kuntu fi masjidin, ich war in einer Moschee. Und nach dem, also Isha und alles, ich habe mit dem Hausmeister geredet, dass ich in der Moschee schlafe. Der Hausmeister sagte ihm, darfst du nicht. Darf man nicht in der Moschee schlafen. Thumma sagte ihm, dann ala atabatil masjid, an die Tür von der Moschee. Sagte ihm, nein, er kennt ihn nicht. Faqala Ahmed, fasaqani, hat mich richtig gezogen bis auf die Straße. Und das hat mich freigelassen. Ich war gharib. Keiner kennt mich da. Und auf einmal hat mich ein Mann gesehen. Sagte mir, du siehst fremd aus. Du bist nicht von dieser Stadt. Sagte, nein, ana lastu min hadhihi al-Madina. Faqala lahu, sagte ihm, da komm mit mir. Ich bin ein Bäcker. Du kannst mit mir bleiben bis morgen. Du kannst auch bei mir übernachten. Sagte, okay. Der ist mit ihm gegangen. Und dieser Khabbaz, er nutzt die Zeit aus, obwohl er arbeitet. Er backt und trotzdem yadhkurullah azza wa jal. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Manchmal haben wir so viel genug Zeit. Aber machen wir kein Adhkar, kein Gedenken. Aber Al-Khabbaz, ganze Nacht, Yadhkurullah Azza wa Jal. Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Und Ahmed ibn Hanbal hat das gemerkt, dass Al-Khabbaz nur beim Dhikr ist. Danach, Ahmed ibn Hanbal, rahimallah, sagte ihm, ja, Khabbaz, ich habe richtig gemerkt, dass du nur beim Dhikr bist. Sagte, ich bin immer so. Ich arbeite und ich mache auch Dhikr. Und dann sagte ihm Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, was hast du von diesem Adhkar, von diesem Dua genommen oder bekommen? Sagte ihm Al-Khabbaz, ich habe alles bekommen, außer ein Dua. Ich warte immer noch auf dieses Dua. Sagte ihm, ich habe alles bekommen, außer eine Dua, ich bin immer dran. Dann sagte Ahmed ibn Hanbal, welche Dua? Sagte ihm dieser Khabbaz, die Dua, was ich noch nicht bekommen habe, ich möchte Ahmed ibn Hanbal sehen. Sagte ihm, ich bin Ahmed ibn Hanbal.
Ich habe ein Dua. Da sagte ihm Ahmed ibn Hanbal, normalerweise, ich wollte in der Moschee schlafen, aber der Hausmeister hat mich rausgeschmissen, damit ich zu dir komme. Rahimahullah. Das heißt, ud'uni astajib lakum. Und auch manchmal, wegen einer Sünde, bekommt man auch so viele Sachen nicht. Auch Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, kana yaqul. كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. Das ist ein Ehre, sagte Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Ich habe jede Nacht von Muhammad صلى الله عليه وسلم geträumt. Und wenn ich eine Nacht nicht von ihm geträumt habe, weiß ich genau, dass ich an diesem Tag gesündet habe. Das heißt, Ahmed ibn Hanbal, wenn er eine Sünde in einem Tag macht, er sieht nicht in seinem Traum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die Frage oder die Antwort hat uns Ahmed ibn Hanbal gegeben, warum wir nicht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam träumen. Weil wir viele Sünden machen. Viele Sünden machen, subhanallah. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, manchmal, wie gesagt, man denkt, ich mache nur ein bisschen. At-Tauba ist nicht nur von Sünden. Es ist eine falsche Sache. At-Tauba ist auch, wenn du kein Qiyam al-Layl machst, du musst auch Tauba machen. Wenn du kein Sadaqat gibst, du musst auch Tauba machen, damit du auch das machst. Weil die meisten, wenn du ihm sagst, Tub ila Allah, sagt er, ich mache nichts. Jeder von uns sündet. Jeder von uns sündet. لكن لا نستغفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري كان يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة. Obwohl er, Rasulullah صلى الله عليه وسلم, يقول استغفر الله استغفر الله 100 مرة. عندك حديث 70 مرة. Obwohl er, Rasulullah صلى الله عليه وسلم ist. Und du bist eine von dieser Umma. Anta fardun min hadhihi al-umma qad tu'attiluha. Kann sein, dass wegen dir al-umma wird immer hinterbleiben. Kama ja'a fi ein Kitab, heißt Kitab al-Tawabin, Ibn Qudama, rahimahullah. Qal, in Zeit von Musa alayhi salam, in seiner Zeit, meine ich damit von Musa alayhi salam, qala Musa, alles war trocken. Hat nicht mehr geregnet. Kein Regen. Faja'a qawm Musa ila qawm Musa. Kam dieser Volk von Musa zu ihm. Und da haben ihm gesagt, ja Musa, du bist ein Gesandter, du bist ein großer Gesandter, dann mach du, damit wir Regen bekommen. Und ihr wisst, wie die Juden waren. Die Juden von damals sind von heute. Gleiche Geschichte. Die wollten ihm einfach nur beleidigen. Du bist ein Gesandter, aber du bekommst nichts. Und dann hat mit denen abgemacht, morgen machen wir Salatul Istisqa. Regengebet. Regengebet. Und die sind auch gekommen, sein Volk gekommen. Und da waren ungefähr 70.000 Menschen, damit die Regengebet verrichten. Qal, wir haben gebetet, aber statt Himmel mit vielen Volken zu werden, sind oder ist richtig blau geworden. Das heißt, es gibt kein Zeichen, es werde geregnet. Alles blau. Nach dem Gebet, da haben wir mit ihm geredet, ja Musa, wir haben gedacht, dass du ein Gesandter bist. Kam nichts. Sogar jetzt, die Himmel ist blau geworden. أصبحت السماء زرقاء. Und du behauptest, dass du ein Gesandter bist. Du bist nichts.
Banu Israel, die waren so. Musa alayhi salam kallama Allah, kalimullah azza wa jal, hat ihm gesagt: Ja Allah, du siehst, wie die Lage ist. Die Leute brauchen Regen, aber kam nichts. Sogar die Himmel ist blau geworden. Was hat ihm Allah azza wa jal gesagt? Hat ihm gesagt: Ja Musa, unter euch ist eine seit 40 Jahren sündet. Wegen ihm bekommt ihr kein Regen. Wegen eine. Wegen eine. Was hat Musa a.s. gemacht? Hat gerufen. Allah hat mit mir geredet. Einer unter uns, er sündet seit 40 Jahren. Er muss weg, damit wir Regen bekommen. Wer kann das machen, dass er rausgeht? Keine. Einer unter 70.000 Leute und geht raus. Jeder wird wissen, dieser Mensch, ein schlechter Mensch, der hat, oder wegen ihm haben wir nichts, also keinen Regen bekommen. Und der Bruder, der seit 40 Jahren sündet, er weiß genau, dass Musa ihn meint. Aber sagte, Ta'ara'sa hat seinen Kopf runtergemacht und sagt: Wenn ich jetzt raus, jeder wird wissen. Wenn ich bleibe, die werden auch keinen Regen bekommen. Was soll ich jetzt machen? At-Tawba, taba ila Allah azza wa jal. Richtig geweint und sagte: Ich mache das nicht mehr, Allah. Auf einmal kam Regen. Obwohl die nicht gebetet haben, kam Regen, richtig starker Regen. Und die Leute, die waren richtig auch erstaunlich, wie kann sein, wir haben nicht mehr gebetet und trotzdem haben wir Regen bekommen. Und dann Musa alayhi salam, der war auch neugierig, sagte: Ja Allah, wir haben nicht mehr gebetet und trotzdem haben wir Regen bekommen. Allah sagte ihm: Wegen diesem Bruder habt ihr keinen Regen bekommen und wegen ihm habt ihr Regen bekommen. Eine. Du musst immer denken, ich bin einer von dieser Umma. Nicht das einfach egal. Nein. Kann sein, wegen dir, wegen anderen, sind wir immer noch hinten. Deshalb, liebe Bruder und Schwester, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man weiß, was man macht. Es ist nicht schlimm, dass man sündet. Man wird schwach, aber sehr schlimm, wenn du keinen Tauber machst. Und auch, dritte Sache, diese Sünde, was du machst, musst du hassen. Nicht, dass du stolz bist. Es gibt manche Leute, die sind die ganze Nacht beim Sina zum Beispiel oder bei Alkohol getrunken und morgen früh sagen die jeder: Ich habe gestern was gemacht, sehr gut, ich habe richtig genossen, ich habe das und das gemacht, subhanallah. Normalerweise, diese Sünde musst du hassen. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَرَّهَ Musst du das hassen? كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah عز وجل ذات يد فجيبن أوصى المجاهرين المجاهرين einer der sündet und laut sagt, weil er stolz drauf ist. Das darf man nicht machen. Du weißt nicht genau, wie du stirbst. Diese Sünde, was du machst, musst du hassen. Musst du Dua machen, damit du das nicht machst. Und auch, vierte Sache ist, kann sein, dass du so stirbst. Denk, während diese Sünde, was du machst, kann sein, dass du so stirbst. Und man mata ala shay'in bu'itha alayhi, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kann sein, dass jemand beim Alkohol stirbt, beim Zina stirbt, beim Riba stirbt. Und wenn jemand so stirbt, in Yawm al-Qiyama wird auch so aufstehen. Kann sein, dass jemand beim Sachen, die schlimm sind, sieht, so sterben. Er wird auch so aufstehen in Yawm al-Qiyama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
Man mata ala shay'in bu'itha alayhi. Wie du sterbst, wirst du auch so in Yawm al-Qiyam auch aufstehen. Das heißt, bevor du diese Sünde machst, denk dran. Ich will nicht so aufstehen. Immer Gedanken machen. Weil manchmal sind wir schnell. Wir machen keinen Gedanken. Kann sein, dass du so sterbst, subhanallah. Und auch, fünfte Sache, denk an deine Strafe, mit welcher Sünde machst. Zum Beispiel, wenn jemand Alkohol trinkt, was ist die Strafe, was er in Yawm al-Qiyamah bekommt? Es gibt viele Strafen, subhanallah. Eine Strafe ist, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Vier Sachen, vier Strafen für drei Leute. Solche Hadithen sind, oder gibt es viele Hadithen gleiche. Wenn du hörst, drei Arten von Menschen. Allah Azza wa Jal will nicht mit denen reden, will sie auch nicht loben und will auch die nicht sehen. Und die werden eine dicke Strafe in Yawm al-Qiyamah bekommen. Vier Strafen. Einer von denen ist Mudminu Khamrin, Alkoholiker. Oder einer der Sheikhun Zanin, ein alter Mann und immer Zina macht. Und eine Al-Mar'atul Mutarajjila, eine Frau, die will wie ein Mann aussehen. Oder auch Gegenteil. Hauptsache gibt es mehrere Arten von Menschen. Einer von denen ist Al-Mudminul Khamr, oder Mudminul Khamri. Oder eine auch, der Zinsen nimmt. Bevor du Zinsen nimmst, denk an deine Strafe in Yawm al-Qiyamah. Dann sagst du nein, das will ich nicht haben. يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Das heißt, einer der Zinsen in Dunya nimmt,